Ja, es ist jetzt Dienstag, 14. Mai. Grüezi miteinander. Ich stehe vor dem zweiten Teil von meiner Bändli-Tour. Ich stehe im Moment am Flughafen Zürich. Warte auf meinen Flug nach Bilbao. Und leider hat er 40 Minuten Verspätung. Ich hoffe, dass ich dann rechtzeitig dann zum Check-in im Hotel in Bilbao komme. Das Wetter in Zürich ist schön und kalt. In Bilbao soll es auch einigermaßen schön sein und 17 Grad. Mal schauen, wie die Woche wird. Das ist es jetzt, das berühmte Guggenheim-Museum in Bilbao. Ein imposanter Bau. Man kann hier oben durchlaufen. Welt-UNESCO-Erbe. Eine der ältesten Schwebefernen. Knapp über dem Wasserspiegel von dem Fluss, der von Bilbao ins Meer fließt. Ja, was ist denn da? Du bist am 11. oder 10. Sehr verehrte Zuseherinnen und Zuseher, wir sind hier in Arcachon in luftiger Höhe, neben den weltgrössten Dünen in Europa. Und wir freuen uns wie Schneekönige, dass auch hier einen Haufen andere Leute haben, die Spass haben, das Vergnügen auszukosten. Und wir warten hier in gediegenem Ambiente mit einem tollen kleinen Gabriolet darauf, dass wir uns mit Austern und entsprechendem Wein aus dem besten Gebiet in den Bordelais verwöhnen. Vielen Dank fürs Zuhören, auf Wiedersehen und jetzt kommt die Werbung. Nein, nicht ganz, weil das ist der Daniel Bordner für alle, die ihn nicht gekannt haben. Oder? Und ich bin der Werner Stolz und wir fahren mit einem Bentley quer durch Frankreich, da von der Atlantikküste, wo wir jetzt gerade hocken, heim Richtung Zürich mit verschiedenen Zwischenstöpfen.
Da muss man vielleicht auch noch dazu sagen, das ist nicht um Werner sein Auto. Es ist leider auch nicht mein Auto, sondern es ist ein Auto von jemandem, der gerne an anderen Orten auf dieser Welt tut, mit schönen Autos rumfahren. Und wir haben die schöne Aufgabe und das Vertrauen geschenkt bekommen, das Auto von zu Hause an den Ort und jetzt natürlich wieder zurückzubringen. So als kleinen Anmacher für andere, die sich die Dienstleistung von Herrn Stulz auch möchten zu lieb tun. Auf Wiedersehen. Und tschüss. Hier in Frankreich in der Wäscheanlage. Tut mir leid, Helene, der Herr Stulz hat nicht hören wollen. Er hat sich überall von Ihnen gestellten Regelungen hat er sich in Max gesetzt. Er fährt hier mit wesentlich übersetzter Geschwindigkeit in alle Kurven, den Querweg, hat elektrische Antidriftsystem ausgestellt und kümmert jetzt wieder mal den Röhl mit dem kleinen, schönen englischen Schlittchen, einfach ohne Glöckli voraus, da am Weihnachtsmahl davon. Punkt! Guten Morgen miteinander. Immer noch im Bentley unterwegs. Dritte Etappe. Wir fahren jetzt von Clermont-Ferrand Richtung Annecy. Das ist ein schönes Städtli am See in den Voralpen. Richtung Nähe von Genf. Im Moment sind wir noch in der Nähe von Saint-Étienne. Ich habe nicht frei. Herr Bogner winkt gerade, er fährt das Monster Bentley. Er will nicht winken, okay. Und man hofft, das Wetter ist ein bisschen durchzogen, aber zum Teil trocken, zum Teil schüttet es mal schnell, aber es ist noch erträglich. Leider im Moment keine Sonne. Und wie man da aussen sieht, schöne grüne Landschaften. Es ist da eben die ganze Gegend schön grün. Bis fast auf Genf. So viel aus dem Auto. Und wir melden uns dann vielleicht später nochmal, wenn wir eine Pause machen oder in Annecy angekommen sind.
Ich bin so eben in Zolliken angekommen, am Heimatort von dem schönen Bändchen da, wo ich drin sitze. Ich hatte jetzt das Vergnügen gehabt, zweimal, also einmal von Zolliken nach Bilbao zu fahren, mit verschiedenen Etappen, rund 1450 Kilometer. Und jetzt habe ich gerade den Rückweg hinter mir, nochmal 1450 Kilometer zurück von Bilbao nach Zolliken. Es war ein tolles Abenteuer gewesen. Ganz viel erlebt, ganz viel gesehen. Das meiste sieht man dann noch irgendwo auf Video und auf Fotos. Ich gehe jetzt noch mit dem Herr pünktlich, den Bändli waschen und putzen. Und übergebe ihm dann das Fahrzeug und fahre mit dem ÖV zurück nach Gerlswil. Das wär's gsi. Schönes Auto, schweres Auto, sauft extrem viel und hat viele Sachen am falschen Ort, aber es ist ja eine Art ein beginnender Oldtimer mit 20 Jahren. Dankeschön.